Moin und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des NBB Tech-Geflüsters. Heute widmen wir uns einem Thema, was uns alle richtig hart nervt, um ehrlich zu sein. Nämlich die schwierige Lieferbarkeit von PC-Hardware und Grafikkarten eben im insbesondere. Um uns aber ein bisschen abzukühlen, bevor wir hier mit einer ja doch eher genervten Diskussion beginnen und auch die Gründe erörtern wollen, schauen wir vielleicht erstmal ein bisschen in die Zukunft zu einem Thema, was das Ganze entweder verschlimmern könnte oder das Ganze ein bisschen entspannen könnte oder dürfte, nämlich Intel als dritter Hersteller sehr für Grafikkarten. Dazu habe ich meine beiden Kollegen Hannes und Daniel wieder mit am Start, die auch natürlich eine starke Meinung zu dem Thema haben. Aber ich würde erstmal sagen, gucken wir uns doch mal an, was Intel Xe eigentlich so ist und was es können soll. Nämlich der Chefentwickler dieser ganzen Architektur ist Raja Koduri, übrigens ein ehemaliger AMD-Mitarbeiter, der da auch schon an vielen krassen Radeons der Vergangenheit mitgearbeitet hat, dann von Intel abgeworben wurde. Und der leakt auf Twitter, beziehungsweise veröffentlicht auf Twitter ganz offiziell, immer Details zu diesen neuen Xe-Grafikkarten. Wer Xe jetzt noch nicht kennt, das kommt auch in Tiger Lake vor, das ist die neueste CPU-Architektur im Laptop von Intel. Da allerdings als eher schwachbrüstiges Exemplar, aber es soll eben auch eine richtig starke Gaming-Grafikkarte zu einem späteren Zeitpunkt rauskommen, sogar noch dieses Jahr, um ehrlich zu sein, namens, Mon Dieu. Und zwar als HPG-Version, als High-Performance-Gaming-Version. Und da haben wir ein Feature gesehen, was Lust auf mehr macht, sage ich jetzt mal, nämlich Mesh-Shading. Und zwar hat da Raja Koduri... Genau, vielleicht... Entschuldigung, ja, vielleicht musst du noch auch erklären oder kurz erläutern, was dieses Mesh-Shading ist. Das wollte ich jetzt gerade, also, da wollte ich gerade zu kommen, genau. Na klar, ich würde jetzt erstmal einfach Intel Xe runterrattern, damit wir dann uns auch kreativ austauschen können zu der ganzen Liefersituation von Grafikkarten und so weiter. Aber Mesh-Shading ist, wie gesagt, ein Feature, was jetzt ganz neu auch bei DirectX 12 mit dabei ist. Und es bedeutet im Endeffekt, dass eine Szene mit vielen komplexen Objekten auf kleinere Teile heruntergebrochen wird und einzeln hintereinander berechnet wird. Und jeder weitere Teil baut dann gleichzeitig auch auf dem vorher berechneten mit auf. Das heißt, man kann Szenen mit mehr komplexen Objekten darstellen und verbraucht gleichzeitig weniger Leistung. Das ist also ein richtig cooles Feature und dadurch, dass Intel Xe dieses Feature auch beherrscht, sagt es uns so ein bisschen, dass diese Grafikkarte, zumindest was die Architektur angeht, auf jeden Fall mit Ampere und auch mit jetzt RDNA 2 von AMD wohl mithalten kann. Die Grafikkarten, die jeder gerne haben möchte, derzeit aber nicht bekommt. Raytracing soll es auch können über DirectX 12. Also es macht Lust auf mehr. Soll auch so, was die Teraflops angeht, wobei man die immer so mit einem Pinch of Salt, also mit ein bisschen Skepsis betrachten sollte, kann es mithalten mit diesen sehr starken, performanten neuen Grafikkarten, die jeder gerne haben will, aber nicht bekommen kann. Sehr schön zusammengefasst. Ja, das und das bringt mich dann auch so ein bisschen zum eigentlich traurigen Anlass unserer heutigen Folge, nämlich den Lieferschwierigkeiten. Irgendwie wünscht man sich ja durch diesen dritten Player im Grafikkarten-Game, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dass es dann eben dazu kommt, dass sie sich irgendwann so hart battlen und beefen, dass die Preise ein bisschen sinken. Ne? Das ist so eigentlich das, wovon man eigentlich ausgeht. Mehr Konkurrenz, besseres Geschäft. Das ist die Hoffnung. Es ist die Hoffnung, aber die Praxis wird wahrscheinlich genau das Gegenteil bewirken, weil wir haben ja nicht das Problem, dass im Prinzip einer den Preis vorgibt, weil einer der Marktführer ist in dem Sinne. Ich meine, klar, Nvidia ist immer noch so, ne, ein Stück über AMD letztendlich bei Grafikkarten jetzt mal nur so im speziellen Fall. Aber dadurch können sie ja noch lange nicht die Preise vorgeben, weil AMD mit einer 6800 XT kommt und die 3080 komplett unterbietet irgendwie um 200 Euro, dann muss Nvidia nachziehen. Also das heißt, die Situation haben wir ja gar nicht. Aber das Problem ist ja eigentlich eher, dass öfter mal, aber im Moment ist die Situation ja gar nicht die, sondern die Karten kosten alle ungefähr das gleiche im gleichen Leistungssegment. Und das Problem ist ja einfach, dass alles, was um den Grafikchip drumherum ist, fehlt, mehr oder weniger. Nvidia kann bei Samsung produzieren ohne Probleme, mehr oder weniger ohne Probleme wahrscheinlich, aber Ja, so als Ursprung dieser ganzen Lieferschwierigkeiten würde ich jetzt einfach mal TSMC auch mit herausnehmen. Also die Taiwan Semiconductor ist einer der größten Hersteller von Halbleitern auf dem Planeten und produziert wirklich für alle im Endeffekt. Ne? Also die produzieren für Nvidia, für AMD, für also Sony eben auch und auch für Apple. Also jeder Hersteller fertigt irgendwas bei TSMC. Selbst die deutsche Autoindustrie
fertigt bei TSMC ihre Halbleiter. Ja. Und musste da jetzt sogar bei Taiwan anfragen, ob die sie nicht irgendwie präferieren können. Also schlicht und ergreifend, die Nachfrage, die wir derzeit haben, ist einfach zuvor nie da gewesen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn wir haben zum einen eine Pandemie, also jeder will irgendwie von zu Hause aus arbeiten und braucht Elektronik dafür. Der ganze Planet, also die ganze entwickelte Welt arbeitet mittlerweile irgendwo, zumindest in Teilen von zu Hause aus. Aber wir haben halt auch diese neue Hardware, und dazu kommen ja noch, die rausgekommen ist. Und ja, genau, also das ist ja das Problem. Jetzt würde man halt sagen, ja, aber ich meine, wer braucht dann im Office-Job eine 3080? Aber das ist ja gar nicht das Problem. Also das ist ja nicht mal das Problem, dass... Bitte? Ach, da könnte man schon irgendwie richtig argumentieren. Jein, weil natürlich, die Leute brauchen nicht unbedingt eine 3080 fürs Homeoffice. Die wenigsten werden noch eine bekommen fürs Homeoffice, selbstverständlich. Aber du brauchst ja trotzdem ein Notebook oder ein Desktop oder ein Monitor oder whatever halt. Du brauchst halt irgendwie diese Elektronik dafür. Und es sind so viele Bauteile, die sich halt über alle Bereiche hinweg verteilen, wie sei es jetzt Spannungswandler, sei es Kondensatoren, sei es irgendwelche Spannungsversorgung an sich. Also diese ganze Elektronik, die quasi noch vor diesem eigentlichen Chip sitzt, der jetzt aktuell nicht verfügbar ist, ist halt bei sehr vielen Geräten identisch. Und wenn der nicht verfügbar ist, dann kannst du weder dein 200-Euro-Notebook bauen, noch deine 400-Euro-Grafikkarte, noch deine High-End-Grafikkarte. Also es fehlt halt einfach wirklich an essentiellen Bauteilen letztendlich schon. Das auf jeden Fall. Aber dann ist natürlich die Nachfrage auch so extrem gestiegen, weil die Hersteller alle zur selben Zeit mit richtig krassen neuen Produkten rausgekommen sind, die einen Leistungssprung bieten, auf den wir eigentlich so gefühlt seit 4-5 Jahren gewartet haben. Ne? Also die letzte Grafikkartengeneration von Nvidia, die RTX 2000er-Reihe, war nicht so der Grafiksprung, den sich alle erwünscht haben, auch weil AMD nicht wirklich als Konkurrenz auftreten konnte. Und jetzt mit der RX 6000er-Reihe und eben auch mit der RTX 3000er-Reihe haben wir zumindest bei den Grafikkarten einen Riesensprung. Wir haben gleichzeitig aber auch einen Riesensprung bei den CPUs, ne? Mit der AMD 5000er-Reihe. Ja. Also und dann auch noch gleiche neue Konsolen, die auch dieselbe Architektur nutzen, dieselbe Grafikarchitektur, die derzeit keine Sau produzieren kann, um es mal, pardon my French, so auszudrücken. Es ist wirklich so ein Bottleneck einfach mal. Ja, genau. Also ich meine, dieses Bottleneck hat ja letztendlich einen Namen, weil der große Semiconductor, also der große Produzent für all diese Technik ist halt nun mal TSMC. Na, du hast zwar immer noch ein paar kleine hier, Japan, klar, aber Semicon, eben auch Samsung für TSMC Nvidia, ist aber halt selbst dafür werden dann eben, wie du auch schon gesagt hast, andere Bauteile auch bei TSMC gefertigt für die RTX 3000er-Reihe. Also genau, und man muss halt dazu auch sehen, dass der Nvidia, die bauen ja Samsung 8 Nanometer und der Prozess ist brandneu. Also das heißt, die werden auch noch ordentlich Ausschuss produzieren, die werden ordentlich Schrott produzieren, auf gut Deutsch, also ordentlich Müll entsorgen, weil eben nicht alles funktioniert. Während TSMC im 7 Nanometer zwar super effizient produziert, weil es eben ein alter Vorgang ist. Oder ein maturisierter Vorgang, ne? Also ist ja trotzdem noch topmodern. Ja, klar, aber er ist halt etabliert, also er ist halt ausgereift im Prinzip. Die haben nicht so einen hohen, sie haben einen deutlich höheren Yield als jetzt eben ein Samsung mit ihren 8 Nanometern, wo sie gerade erst mit angefangen haben. Und TSMC sind halt die einzigen, die diesen 7 Nanometer Prozess beherrschen in der Form und parallel auch 5 Nanometer beherrschen, was zum Beispiel jetzt Apple mit dem neuen Apple A15 und M1 Chip. Ich glaube A15 und der M1 sind ja beide 5 Nanometer, werden auch beide bei TSMC gefertigt. Also das heißt, du hast eben auch so eine Riesenplayer wie Apple, die einfach komplett irgendwo eine komplette Produktionsstraße für sich beanspruchen, weil sie eben 5 Nanometer Prozess brauchen. Und das fehlt natürlich auch wieder woanders. Also das ist alles so ein sehr, sehr großer Kreislauf, den wir gerade haben, einfach weil wir eine gigantische Nachfrage haben natürlich, wie du schon sagtest. Gleichzeitig aber eben auch einen Hersteller nur haben, der das ganze Zeug produzieren kann, was wir gerade kaufen wollen. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass es gab mal bestimmt ja mehrere Hersteller, dass es dann irgendwann nur noch einen gab oder auf den jetzt dann wirklich alle gesetzt haben? Klar, früher gab es GlobalFoundry zum Beispiel auch noch, einen Riesenhersteller, die gibt es ja auch immer noch, aber die können einfach nicht mehr mithalten, was den Fertigungsprozess angeht. Also das hat mit AMD mit ins Laufen gebracht und auch Apple vor allem, weil sie halt bei TSMC produziert haben und weil deren Fertigungsprozesse so viel schneller auf einem kleineren Fertigungsstandard waren. Also desto kleiner du deine Transistoren fertigen kannst, desto weniger Energie brauchst du auch, um die nebeneinander mit Energie zu versorgen. Ne? Also desto schmaler du die packen kannst zusammen, desto besser und effizienter sind deine Chips. Und das hat TSMC halt so gut hinbekommen, diesen Fertigungsprozess zur Verfügung zu stellen, dass alle ihn haben wollten. Und deswegen produzieren jetzt alle darauf. Aber genau, also deswegen
Aber es du ist hast halt ja eben, zum Beispiel, um noch einen großen Player zu nennen, Qualcomm. Ne? Ja, aber die werden auch bei TSMC. Die modernen, die aktuellen, jetzt sind auch, genau, 7 Nanometer TSMC-Fertigung. Ja, also die sind auch noch mit im Pott. Alle Smartphones im Endeffekt. Das heißt, alle Android-Smartphones, fast alle. Also, ja. Fast, ja, genau. Also du hast halt Samsung mit ihrem Exynos. Du hast noch MediaTek. Das sind halt die einzigen. MediaTek meine ich. MediaTek bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber es kann auch sein, dass die bei GlobalFoundry sind. Schreibt es uns in die Kommentare, falls ihr es wisst. Aber ja, du hast halt im Prinzip ein, genau, wenn ihr es wisst, im Grunde aber alle High-End-Smartphones aktuell. Alles, was irgendwie einen top-aktuellen Snapdragon drin hat, ist TSMC auch. Also wenn Samsung da irgendwie 10 Millionen S21 mit Qualcomm-Chipsatz rausbringen will, dann müssen diese 20 Millionen Einheiten oder 10 Millionen Einheiten auch erstmal bei TSMC vom Band laufen. Also ist halt alles. Also ich habe das Gefühl, euch erschreckt schwierig. Ein bisschen das so gar nicht, dass es halt dazu gekommen ist, dass es bei Chipherstellung jetzt quasi zum Monopol gekommen ist. Also quasi zu einem, du hast einen Hersteller, den alle haben wollen. Und natürlich, wenn es bei dem mal rappelt, jetzt lass es mal bei denen brennen oder irgendwas funktioniert bei denen nicht. Die haben ja nicht nur eine Fabrik, ne? Das kann man auch sagen. Die bauen jetzt auch wieder welche in Japan und so weiter. Also die bauen auch demnächst eine in den USA, auch auf den Druck der USA hin. Das bringt uns dann auch ein bisschen so zu Sanktionen auch durch die USA und dem Handelsstreit zwischen China und den USA, der das auch ein bisschen beeinflusst hat, ne? Dass wir jetzt keine Grafikkarten mehr bekommen. Genau, weil aber es ist im übertragenen Sinne ist es der Fall. Also was heißt im übertragenen Sinne, aber der Streit bewirkt halt auch, dass die ganzen amerikanischen Firmen oder auch generell die USA an sich versuchen natürlich möglichst viel Transportkapazitäten zu bekommen, die es ja aktuell auch in verringerter Menge gibt, weil die Grenzen sind teilweise zu, die Belegschaft ist nicht voll da, wenn so ein Schiff ein Corona-Fall auftritt, dann hast du erstmal eine komplette Ladung für mehrere Milliarden Dollar, die irgendwo im Atlantik rumschippert oder im Pazifik rumschippert und irgendwo anlegen darf. Ne, all solche Sachen, die halt damit reinspielen. Und die kaufen sich natürlich jetzt die ganzen Kapazitäten, weil sie hoffen, dann kriegen wir unseren Kram hier noch für den Import her. Und alle anderen gucken in die Röhre. Also das ist halt noch so der nächste Punkt, der das Ganze schwierig macht. Also es ist auch so, auch da versuchen sie quasi, sich so ein Monopol zu schaffen, wie es TSMC in der Fertigung hat. Ja, aber so kommt zu solchen Situationen damit. Aber so soll es halt gar nicht sein. Ich meine, oh Gott, dass es ein Monopol gibt, dass eine Firma was herstellt, das alle haben wollen und das nur diese eine Firma kann und wenn die mal, weiß Gott, was ist, dann ist eine ganze Branche eigentlich kaputt. Das ist, aber das soll ist halt nicht leider so sein. Also da kommen natürlich auch viele Sachen zusammen. Ne? Also wie gesagt, wir haben die neuen Konsolen, wir haben die neuen Grafikkarten, wir haben neue CPUs. Wir haben Sachen, die alle Leute haben wollen. Also du hast normalerweise nicht diese extreme Nachfrage. Und normalerweise kann TSMC die halt auch locker bedienen. Die stellen so viele Chips her, logisch. Aber diese Extremsituation, die wir jetzt gerade haben, ist zuvor noch nicht da gewesen. Auch noch zu verbinden dann mit der Pandemie. Du zahlst viel mehr zum Beispiel für Frachtflugzeuge, für Container und so weiter. Also du hast so viele Worst-Case-Szenarios gerade für die Produktion. Genau, die Wartezeiten an den Grenzen sind enorm mittlerweile im Vergleich zu normal. Und man darf halt auch nicht vergessen, gerade in der Technologie, gerade so eine Hochtechnologie, über die wir hier reden, sind diese super feine Fertigung und so weiter. Es akkumuliert sich ja im Prinzip alles irgendwo in einem Gebiet immer. Du hast halt dann die Produktion von TSMC oder von einem anderen. Und natürlich werden dann die Zulieferer hingehen und sagen, ey, dann produzieren wir auch da in der Gegend, weil dann müssen wir nicht unsere feinen Chips, irgendwie unsere wenige Millimeter kleinen Chips noch aufwendig verpacken und sichern und um die halbe Welt schippern, sondern wir bauen die einfach da, wo sie sein müssen. So. Das klingt wie nach Schlanzen. Und dann hast du natürlich den nächsten Produzenten wiederum, der ganz woanders produziert, dann sagt, ey, ja, Moment mal, aber der ist aber vielleicht kleiner. Deswegen hat er die Arschkarte auf gut Deutsch gesagt. Ja. Also ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Ne? Mich erinnert das Ganze nur an, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist. 10 Jahre oder was? Dieses Jahrtausend-Hochwasser in Vietnam. Die ganzen Speicherchips so teuer wurden. Oder? Ja. Ja. Ja, genau. Als eben die weltweite SSD und Halbleiterproduktion, alles, was um den Speicher herum ist, abgesoffen ist. Das war nicht nur eine Firma, das war nicht nur ein Werk, aber es war halt alles in der gleichen Ecke. Eine Sturmflut und weg war's. Und dann war Arbeitsspeicher arschteuer. Und wir hatten ja auch Arbeitsspeicher und SSDs. Ja, genau, Arbeitsspeicher, SSDs, Festplatten, da liegt alles zusammen. Und das war halt über Monate hinweg super teuer. Gab es damals eigentlich auch schon Scalping, frage ich mich? Ja? Ja. Gab's? Ja, ja. Bestimmt. Weil das ist ja jetzt auch ein Phänomen, was immer krasser wird. Ne? Also das kommt da auch noch mit rein und erhöht irgendwie den Druck für viele Leute, sich so eine Grafikkarte zu holen. Lässt auch die Preise in wirklich exorbitante Höhen steigen. Also ist schon echt eklig, dass da mittlerweile wirklich professionelle Botnetzwerke am Werk sind und
sich innerhalb von Sekunden alle Bestände sichern. Wir als Shop, wir arbeiten auch effektiv dagegen an. Aber alle kriegt man leider nicht. Genau, aber es ist, aber in dem Moment, wo wir eine neue Maßnahme entwickeln, kommt ein Bot und umgeht sie wieder irgendwie. Also es ist halt immer so ein Wettrüsten letztendlich. Ne? Wie schon mit Kopierschutz und so weiter. Alles, was irgendwie technologisch geschützt wird, wird irgendwann durch eine andere Technologie wieder aufgehoben. Das ist halt leider echt so ein Wettrüsten letztendlich. Aber ist schon eklig. Also muss man auch sagen, dass Leute dann sich dadurch dann noch viel Geld in die eigenen Taschen stecken. Und die Situation für alle, die wirklich Bock drauf hätten oder auch für den Otto-Normalverbraucher und die Otto-Normalverbraucherin dann noch schlimmer machen eigentlich. Ne? Und das zeigt sich am Ende halt auch darin, dass eben wir eben auch, oder also ich kann nur von mir sprechen, ich weiß, dass bei mir kommen sehr viele Freunde, Bekannte, Familie und so weiter, die wollen sich irgendwie einen PC bauen, die brauchen Hardware und die kommen natürlich dann zu mir, weil ich arbeite nun mal für einen großen Händler und am Ende, ich kann genauso wenig machen, weil natürlich wir als Mitarbeiter überhaupt kein Vorrecht haben, die Karten sind so knapp, jeder, der bestellen will, geht über den Shop, auch Mitarbeiter, das ist halt ganz, ganz klar geregelt, keine Ausnahmen und das zeigt halt auch im Prinzip auch schon, wie krass diese Situation im Moment ist, dass halt, ja, weiß ich nicht, also dass halt man immer mehr drauf angesprochen wird. Normalerweise kommen die Leute nur, ey, kriegst du Rabatt? Und hier ist es, kriegst du überhaupt was? So, das ist halt schon heftig. Und meistens muss ich auch Nein sagen, weil ich halt einfach genauso wenig an Karten kommen kann, wie jeder andere. Wir müssen halt alle zurzeit warten, irgendwie an Hardware zu kommen. Also es gibt da keine Elite oder so. Haha, wir als Händler können uns Zeug abzwacken. Sondern wir müssen genauso warten. Das ist nervig, aber zumindest fair. Ja. Ja, deswegen auch zum Beispiel hatten wir keinerlei Tests zu den FE-Karten. Einfach, weil wir keine Karten aus den wenigen verfügbaren rausnehmen konnten oder rausnehmen wollten. Wir haben die alle verkauft. Gar nicht. So einfach. Wir haben nichts für uns behalten. Wir haben alles an euch gegeben. Ja, genau. Also wir haben uns nicht mal zum Testen eine rausgezogen. Die Karten, die wir bekommen haben, waren im Prinzip ganz normal verfügbare Karten. Die wir auch jetzt teilweise immer wieder im Shop haben, also die ja öfter mal reinkommen, diese ganzen Herstellerkarten, aber die FE, keine Chance, also da kommen wir selbst wir kaum ran. So. Zeigt halt irgendwo so ein bisschen die Skala, auf der wir uns mittlerweile bewegen. Wobei ich da auch letztens in den News interessant zu fand, dass halt Clemens hatte das vorhin erwähnt, dass die Autohersteller schon zu TSMC und nach Taiwan gehen und sagen so, ey, wollt ihr nicht mal uns ein bisschen bevorzugen? Ja, es waren eigentlich die deutsche Regierung hat, glaube ich, gefragt für die Kfz-Industrie. Genau, die deutsche Regierung, also die Regierung für die Autoindustrie. Genau. Ja. Genau. Und die Reaktion von Taiwan und TSMC war, ja, können wir drüber nachdenken, schickt ihr uns Corona-Impfstoff dafür. Die neue Währung, ne? Und genau, und das zeigt halt auch, wie krass diese Situation ist, wie angespannt es einfach ist, dass halt einfach schon der Vorschlag gemacht wird, ey, schick uns doch die Impfung für die grassierende Pandemie aktuell, die an Taiwan gar nicht so extrem ist wie bei uns. Also Taiwan ist mittlerweile bessere Kontaktverfolgungsmöglichkeiten und so weiter auch implementiert. Ist natürlich auch eine Insel, muss man auch damit hinein faktorisieren. Ja, aber eine Insel mit extrem viel Grenzverkehr. Auch. Mit der Welt. Genau, sehr, sehr viel Grenzverkehr. Aber sie haben es besser gemanagt, ganz simpel. Muss man ja so sagen, wie es ist. Sie haben es besser gehandhabt. Soll aber nicht Thema sein, aber eben, dass man schon sagt, ja, ey, schickt uns doch mal Impfstoff, dann können wir euch eventuell bevorzugen. Zeigt halt, wie krass die Situation aktuell ist, wie eng einfach wie groß dieser Flaschenhals ist, der sich da gerade aufstaut, weil einfach niemand diese Produkte fängt das jetzt nicht hat. Oder öffnet das jetzt nicht Tür und Tor eigentlich für Schmieren, also dass dann irgendwelche Staaten herkommen mit irgendwelchen Angeboten, um bevorzugt zu werden? Klar, das wird auch auf jeden Fall passieren, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass dann irgendwie was in der Richtung ist. Ja, der ist ja jetzt auch dieses beste Beispiel. Der Hintergrund ist ja... Sorry, hau mal rein. Entschuldigung. Der Hintergrund, warum die diese Nachfrage gestellt haben, ist ja ganz einfach der, dass Taiwan nicht zur WHO gehört und die WHO kontrolliert die Verteilung des Impfstoffs. Das heißt, also ich glaube nicht, dass sich da groß dann rütteln lässt, dass dieser Handel aufgehen kann, weil du den ja offiziell gar nicht kaufen kannst. Also auch nicht als Regierung, als Land, sondern du kriegst ja nur über die WHO, kommst du da noch ran. Und wenn du denen sagst, ja, wir wollen nochmal 3 Millionen extra Dosen, um die nach Taiwan zu verschachern, ich glaube, dann war es das auch mit diesen 3 Millionen Dosen. So irgendwie. Also glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Außer man findet irgendeinen Hersteller, der es unter der Hand macht. Keine Ahnung. Das wird es doch nie geben, Hersteller, die unter der Hand irgendwas machen. Ja, in dem Fall ist es ja gar nicht so einfach. Aber wir schweifen komplett ab vom Thema. Eine Sache, die wir da noch gar nicht mit reingemacht reingeworfen. Mit in Betracht gezogen haben, ist Crypto Mining. Ne? Oh ja. Was jetzt auch wieder, hatten wir kurz, glaube ich, mal angesprochen, aber ist auch ein Thema, was jetzt gerade wieder extrem durch die Decke geht, Cryptocurrencies. Und
auch diese Mining-Farmen werden wieder zahlreicher und nutzen unter anderem jetzt sogar schon Laptops mit RTX 3000 Grafikkarten verbaut. Genau, die letztens auch gesehen, mehrere hundert neue Ampere-Notebooks zu einer Mining-Farm umgerüstet. Ist schon irre, was da mittlerweile geht. Also was da mittlerweile an Hardware hinterher. Sorgen da teilweise für Stromausfälle im Iran. Das ist, weil da der Strom besonders günstig ist, ist schon ziemlich heftig. Also so viele Scheißfaktoren, sorry, pardon my French again, die hier zusammenkommen. Wir haben die Pandemie, wir haben Lieferschwierigkeiten aufgrund der geschlossenen Grenzen, aber auch aufgrund von Handelsstreitigkeiten. Wir haben Crypto-Mining, wir haben zu viel Nachfrage aufgrund zu vieler geiler Produkte und zu weniger Hersteller für diese geilen Produkte. Wir sind einfach in der, so in der viel, schlechtesten Timeline. Irgendwo gibt es eine bessere. Ja, es ist die worst Timeline, ja. Für alle Community-Fans da draußen. Ja. Aber werden verstehen, genau, werden die Anspielung verstehen. Ja, genau, also wir sind wirklich in der, momentan kommen unzählige Faktoren zusammen. Es ist nicht einfach nur, dass die Karten nicht in die ausreichende Stückzahl hergestellt werden können, sondern halt so, so viele Faktoren, die da gerade mit reinfliegen, warum das so ist und nicht einfach nur die Ausrede, in Anführungszeichen, nennen Sie jetzt mal Anführungszeichen Ausrede, der Hersteller mit, ja, wir haben gar nicht mit so einer Nachfrage gerechnet. So, ja, natürlich habt ihr das, aber ihr könnt einfach nichts dran ändern. Nur das will halt keiner zugeben. Keiner will auf jemand anders zeigen. Nvidia will nicht hingehen und sagen, Samsung ist schuld. Oder AMD will nicht sagen, oh, TSMC ist aber schuld, weil dann wird TSMC sagen, dann kauft ihr Chips auch woanders. Na, und ist halt einfach so. Das ist auch lustig, gefühlt sehe ich auch jetzt, also MediaTek waren bisher Prozessoren, die gibt es hin und wieder, aber eher so in Unter- oder Mittelklasse-Handys. Ich sehe die jetzt immer häufiger, dass sie halt MediaTek-Sachen verbauen. Ja. Und ich glaube auch, weil sie eben nicht bei TMC produziert werden. Das kann natürlich gut sein. Ja, wenn die bei Global Foundries oder so laufen, die halt nicht so ein krasse... Die kriegt man halt leichter und günstiger. Kann natürlich gut sein, dass die deswegen... Und die sind mittlerweile auch nicht schlechte. Also wir haben da auch schon zuletzt mal welche getestet. Und mittlerweile throtteln die auch nicht mehr so extrem oder haben nicht nur so einen Benchmark-Modus, sondern können auch in der Praxis richtig gut mit den Snapdragons mithalten. Also gerade die Top-Modelle. Ja, wobei die Leistung, glaube ich, dann nie so das Riesenproblem war. Das Problem war halt eher, dass man mit den Updates nicht so gut war, wie das mittlerweile ist, muss ich ehrlich sagen. Das keine Problem. Ahnung, aber die waren halt einfach... Die haben halt nie ihre Dokumentation offengelegt. Also die haben ihre Chips produziert, in Handy eingebaut und die haben nie irgendwie in der Doku wirklich veröffentlicht, wie ist ihr Chip aufgebaut, wie funktioniert der. Ergo konnten die Hersteller nie Updates darauf dann wirklich fahren, weil sie nie gewusst haben, wie funktioniert eigentlich der Chip, der verbaut ist. Das hat auch die ganzen Modder so wütend gemacht, weil es gab dann nie irgendwelche ROMs oder irgendwelche Cyanogen-Mod-Versionen dafür. Genau, also der Hintergrund ist ja auch, dass, also normalerweise das Update für den SoC, also quasi das, wenn du ein Android 10 auf 11 Update machen willst, dann muss ja dein SoC-Anbieter erstmal diese Kompatibilität herstellen. Und wenn der das nicht macht, was halt MediaTek oft gemacht hat, dann ja, Pech. Ja, ganz kurz runter zu machen. Aber wir schweifen wieder ein bisschen ab. Eigentlich geht es um Grafikkarten und eigentlich auch um Hardware im Allgemeinen, aber jetzt gerade beim Thema Grafikkarten. Wie gesagt, es kommt so viel blöder Shit zusammen, was die Liefersituation angeht, dass man jetzt auch momentan nicht wirklich eine Aussage treffen kann, wann es wieder besser wird. Genau. Weil der halt auch einfach nicht absehbar ist. Also gerade die, man muss es leider sagen, die westlichen Länder, die sich selbst als gut gewappnet gesehen haben gegen eine Pandemie, halt im Moment immer noch am Struggeln sind, irgendwie klarzukommen, wie wir es ja auch tagtäglich bei uns mitbekommen. Und ja klar, wenn die Grenze zu ist, dann ist die Grenze zu. Dann kommt da auch kein LKW durch, dann kommt da kein Zug durch oder er steht halt einfach eine Woche da rum oder zwei Wochen sind es teilweise mittlerweile. Auch die ganzen Grenzen, durch diese krassen Entwicklungen mit Schiffsverkehr und Flugverkehr, werden viele Karten und viele Geräte mittlerweile sogar schon wieder auf dem Landweg von China nach Europa geschafft, also per Zug oder per LKW. Die Seidenstraße wird reaktiviert. Diese Ländergrenzen. Die gibt es ja wirklich, also von China über Russland dann bis in die Ukraine. Ja, genau. Nur wenn du halt dann an jeder Grenze 10 Tage lang rumstehst, dann ist halt dein Paket mit der neuen Grafikkarte von China nach Deutschland irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate unterwegs. Das ist halt der krasse Faktor daran, statt eben 18 Stunden. Da die ganzen Sachen jetzt wieder über den Landweg transportiert werden, muss ich mir jetzt wieder so ein Western-Szenario vorstellen, wo dann wirklich irgendwelche Räuber den Zug oder den Bus aufhalten und dann die Sachen ausrauben. Und Scalping mal anders. Ja, halt wirklich ein klassischer Überfall. Ja.
Ich meine, das ist aber auch nichts Neues. Ich meine, die Piraterie an der afrikanischen Küste ist jetzt ja auch nicht so neu. Also das ist nicht nur dort. Ich meine, das ist mittlerweile doch nicht mehr so extrem. Vor allem halt am Horn von Afrika, Somalia. Ja. Ja, genau, Somalia. Mir ist gerade das Land nicht eingefallen, deswegen war jetzt sehr allgemein gefasst. Genau, somalische Küste war das. Aber es war halt bisher, glaube ich, noch nie so krass im Techniksektor. Das waren halt alles Mögliche, aber dass der Techniksektor... Na, es ging um die Schiffe. Es ging nicht um die Ladung, es ging um die Schiffe. Genau. Also das war ja von vornherein, da war egal, ob das Schiff was geladen hat oder nicht, aber die Reederei braucht ja das Schiff. Und das war der Ankerpunkt. Ha, der Ankerpunkt. Naval Joke. Dafür sind wir bekannt. Für unsere Seemannswitze. Ja, absolut. Genau. Ja, also um vielleicht. Ihr seht, man könnte da noch wahrscheinlich Stunden drüber reden, was da alles für Faktoren mit reinfließen. Aber ich glaube, die wichtigsten hatten wir jetzt alle mit drin. Das Wichtigste ist gesagt zu dem Thema, weil wir würden gerne natürlich jedem, der bei uns eine Grafikkarte kaufen will, auch sofort eine geben. Klar, wir sind ein Händler, natürlich wollen wir den Kram loswerden, den wir im Lager haben, aber wenn da nichts ist, ja, was gibt es da nichts, was wir loswerden können? Wir könnten lauter so selbstgemalte Zettel verschicken mit einem Sorry und so einem traurigen Smiley. Das gab's doch ganz am Anfang bei den AMD-Karten, haben dann die gemalte Bilder der Grafikkarten verkauft. Haben die Beschreibung aber so geschrieben, dass man denken könnte, es wäre das machen sie schon seit Jahren bei eBay, dass du dann irgendwie nur die Verpackung kaufst oder was weiß ich. Nee, aber sie haben es halt so gemacht, dass die ganzen Bots der Scalper, die ja quasi automatisch bieten, die automatisch kaufen und so weiter, halt diese Bilder gekauft haben, statt die Grafikkarten. Da haben die halt eben so ein Bild für 1000 Euro verkauft oder für 700 Euro verkauft, weil die ganzen Bots halt zu dumm waren dafür. Ja, das ist nicht schlecht. Das fand ich mal wieder eine ganz gute Aktion. Das ist wirklich eine Robin-Hood-Aktion dann quasi. Ja. So ein bisschen. Genau, wie irgendwie das Hochbieten damals bei der PS5, als es losging, dass die Leute halt die ganzen Scalper da auf 30.000, 40.000 Dollar hochgeboten haben. Das gab's ja auch. Dass die Dinger nie verkauft werden. Genau. Ja. Auch eine schöne Aktion. Good old times. Ich denke auch nicht, dass wir das so schnell in den Griff bekommen werden. Also ich würde fast von ausgehen, dass wir wirklich noch bis Herbst oder irgendwas diese Probleme haben werden. Ja. Einfach weil es so viele Faktoren sind, die sich wieder einbringen müssen. Ich will immer noch eine Xbox kaufen und krieg keine. Ich hätte auch gerne PS5, Daniel. Falsche Konsole. Ja, ich hätte auch gern ein Ryzen 5000, aber ja, c'est la vie, ne? So ist es halt. Man kommt halt im Moment einfach nicht dran. Auf dieser sehr traurigen Note beenden wir auch, glaube ich, mal unseren heutigen Podcast oder unseren heutigen Tech-Talk. Bevor wir wieder anfangen. Genau, bevor wir uns wieder im Kreis drehen mit der Diskussion. Aber war auf jeden Fall sehr erhellend, mich mit euch zu unterhalten. Für euch hoffentlich auch, falls euch das denn gefallen hat. Falls es euch nicht gefallen hat, drückt den Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem. Lasst gerne einen Kommentar da oder Anregungen oder was auch immer. Und drückt die Glocke. Genau, gerne auch Themen. Wenn ihr ein Thema habt, technisch bezogen, das ihr gerne mal ein bisschen ausdiskutiert haben wollt, worüber ihr gerne mehr erfahren wollt, dann auch ab damit in die Kommentare, damit wir vielleicht auch mal so, diese längeren Sessions, wie wir sie jetzt seit kurzem machen, auch mit Themen füllen können, die euch gefallen. Genau. Oder die ihr euch fragt, wo ihr euch fragt, wie sie eigentlich, was eigentlich dahinter steckt. Egal, ihr wisst, was ich meine. Genau. Also, bis bald, würde ich sagen. Bis bald. Ciao. Ciao.